Frauen in der Wirtschaft, 8. Auflage. Das Thema des heurigen Jahres ist ein sehr wichtiges Thema. Es geht um die Selbstmotivation. Wenn wir Ziele erreichen wollen, gibt es immer wieder Hindernisse. Es gibt die äußeren, aber auch die inneren Saboteure. Und heute werden wir von einer Expertin erfahren, was wir tun können, damit wir das erreichen, was wir wollen. Es geht nämlich immer mehr, wie wir glauben. Selbstmotivation, wie kann man die Chancen nutzen und die gestellten Ziele erreichen? Dies die Themen des Treffpunkts, zu dem zahlreiche Teilnehmer gekommen waren. Als Referentin konnte heuer Cordula Nussbaum, Psychologin und Kommunikationswirtin, die darauf hinwies, wie man den Erfolg nicht planen kann und wie man die eigens gesetzten Ziele erreichen kann, gewonnen werden. Der erste gute Tipp ist, finde mal heraus, bist du eher der kreative Chaot oder der Systematiker. Als Systematiker Ziele erreichen heißt, nimm dir was vor, erstell einen Maßnahmenplan, definieren Milestones, zieh es durch. Der kreative Chaot stößt sich schon am Wort Ziel. Ja, für den ist viel, viel besser zu sagen, ich will einen groben Korridor haben, eine grobe Richtung, in die ich paddeln möchte und dann immer mal wieder kleine Inseln anlaufen, reicht für einen kreativen Chaoten als Zielsetzung völlig aus und ist die Grundmotivation, loszulegen und auch wirklich anzukommen.